Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir nähern uns dem Wochenende. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, als erstes nähern wir uns mal der Schlafstelle. Auch eine gute... So, aufstehen vorher noch, weil ich würde das gerne löschen hier. So, das hier. Wir machen den hier. Dann das hier. Und wir machen den hier. So, und weiter schlafen. In der Nacht mal irgendwas mit Wasser machen. So, ich hätte vor heute... Ja, morgen beginnt das Wochenende. Super, ganz tolle Sache. Wochenende ist super. So, generell. So, wir haben dreimal davon. Wir schauen mal. Da schon irgendwas? Nö, ist noch nicht so richtig gewachsen. Hallo, Mike. So, wir haben leere Dinger hier. Da werden wir jetzt mal die Steinchen rausnehmen. Ich würde gerne, nämlich vor dem Wochenende noch, vielleicht machen wir das wirklich gleich heute. So. Super, oder? So, ich würde gerne heute zum schon beim Truck ein bisschen was einfüllen. Ja, wird ein weiter Ausflug. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr und es ist schon so lang her, dass wir den geholt haben. Hi. Der läuft wieder. Und er läuft und läuft. So. Ja, lame. Super. So, da rein damit. Wobei, jetzt wo alles so super läuft, könnte man da gleich nachfüllen. Also, nochmal. Ich weiß nicht wirklich, welche Ressourcen wir unbedingt benötigen. So, für einen ordentlichen Truck. Keine Ahnung. Ich glaube aber, wir nehmen mal mit. Elektrik. Wie viel Elektrik kann man brauchen für einen Truck? So, Zement hierher. Den schleifen wir mal. Also was es auf jeden Fall war. Was auf jeden Fall mitspielt. Ist auf jeden Fall mal Mechanikteile. Mechanikteile 15, 20. Oh, wir nehmen mal 10 davon. Oder machen wir 20. So. Und die 20 wandeln wir mal um zu Mechanikteilen. So. 1, 2, 3. Ja, komm. Also, alle zu Mechanikteilen. Elektrik bin ich mir nicht sicher, wie viele wir gebraucht haben. Aber ich glaube, wir kriegen sowieso nicht alles auf einmal hin. So, haben wir jetzt 20? Ich glaube. Waren das 20? Egal. Oder? So. Wo ist der Wagen? Da vorne. So, also. Davon mal 20 rein. Die nehmen wir mal alle mit. So, 10 Glas. Bisschen von Zeug hier rein. Yeah. Dann haben wir Glas, das kommt da rein. Alu. Ja, wir brauchen den Truck nicht dringend. Aber schon langsam, denke ich mal, können wir uns dem nähern. Und wenn wir ein paar Sachen mal überlegen, fest überlegen. Also Eisen und Stahl. Und Plastik. Und Elektrik oder nicht Elektrik? Egal, egal. So, wir gehen da rein. Weil egal. Wir nehmen mal mit Plastik. 20. Wird reichen, oder? Machen wir 25. Naja, machen wir 25. 1, 2. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Passt so. So, Tür zu. Ist 25 aber eine komische Zahl, oder? So, das Glas legen wir da dazu. So, und jetzt füllen wir danach. Sehr schön.
Wir schauen mal, je nachdem, was man. Was für ein schöner Ausflug heute, oder? Ja, den gönnen wir uns, komm. Was für ein schöner Wochenausklang auch. Ein paar Ressourcen zum Truck bringen. Und ganz egal, ob es passt oder nicht, es ist gut, wenn wir jetzt welche hinbringen, weil dann haben wir schon einiges erledigt. So, die Dosen kommen da wieder rein. So, haben wir fünf Dosen da. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich will den Mais hier nicht abpflücken. Ich will das hier eigentlich alles stehen und liegen lassen. Und da drüben ist er noch nicht fertig. So. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Dann würde ich sagen, Stahl brauchen wir auf jeden Fall. Die Schiene nicht. Ist da noch Stahl drin? Ich weiß es nicht. So. Na, guck an. Stahlbarren. So, einen Teil. Yeah. Da haben wir nichts mehr drin. Oh, Stahl. Ja, wunderbar. So. Wobei, ich hätte echt gerne noch einen Stahlbarren mehr. Das Regal will ich jetzt auch mal da herstellen neben die Tür, damit das nicht so im Weg rumsteht. Ich würde wirklich gerne einen Stahlbarren mehr machen. Dann haben wir nämlich genau 20. Ich weiß nicht, ob wir genau 20 brauchen, aber ich glaube, 20 ist eine gute Zahl. Was Barren betrifft. Ja, ich habe jetzt gerade jetzt keine Zeit. Sorry. Ja. So, jetzt könnte ich los. So, ich bin da. Was, du bist der Einzige hier? Komm näher. So, und der hat so Lärm gemacht. Aha. So, wo waren wir gerade? Okay, die sind alle leer. Wir legen Kobalt weg. Da waren wir. Genau da waren wir. So. Schön. Schön, ich freue mich. So, und zweimal Alu. Yeah. Dann gehen wir nochmal rauf und machen vielleicht doch noch Stahl. Haben wir da noch was drin? Was wir irgendwie umwandeln können? Ja, da eins, zwei. Das werden wir da so machen. So, haben wir noch freien, unverbrauchten Stahl? Blei? Nö. So. Dann kommt der da rein. Bam. So. Also, 1, 2, 3. Ja, und den Rest werfen wir einfach wild rein, was wir finden. So, dann haben wir da ein paar. Die kommen da wieder rein. Ja, das eher nicht. So. So. Schön Glas machen. Und da hauen wir Fragments rein, ein paar. Wie sich's halt ausgeht, bis voll ist. Yeah. So, zurück den Rest. Super. So, dann haben wir jetzt den Truck. Wir haben. Das weiß ich nicht, ob reicht. Dann brauchen wir noch Eisenbahnen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Eisenbahnen. Keine Ahnung. Wir schlichten da mal nach oben. Aber ich würde auch sagen, wir bringen so viel rüber, wie sich ausgeht bei uns im Inventar dann. Ja, das machen wir. So. Nö, nö, hier. Das brauchen wir nämlich nicht immer mitnehmen. Ach, wieder 15. Yeah. Super, oder? Ich find's gut. So, wir könnten in der Zwischenzeit nachsehen. Oben bei den Windrädern. Aber ich glaube, wir sind hier gleich fertig. Ja, vom Schmelzvorgang sind wir echt gleich fertig. Ja, wir haben noch einiges zum Einschmelzen. Das ist gut. So, was haben wir denn da Schönes Buntes? Ach, schön. So, dann haben wir zumindest 20 Stahlbarren. Das ist gut. Keiner weiß, ob das reicht. Also ihr wahrscheinlich schon. Ich eher jetzt im Moment nicht. So, dann die hier. So, und auf geht's. Hier haben wir Glas. Und da wird's auch gleich fertig. Yeah. So, Treppengelände runterrutschen. Wir haben Glas.
So, und da füllen wir mal ein. Eisenbahn. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir brauchen werden. So, da kommt jetzt noch der Rest rein. Oh. Ist das gut? Ist das gut? Jawohl, es ist gut. Es ist sogar sehr gut. So, dann kommt das hier. Da. Da packen wir mal den rein. Das kommt weg. So, und in den letzten wieder ein bisschen Alu. Weil wegen der Windräder. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Entweder morgen oder übermorgen gibt es dann das Dorf. So. So, wir brauchen 20. Nehmen wir mit 20. Ich keine Ahnung. Wir nehmen mit, was reinpasst. So. Das ist alles, was wir haben. So, haben wir von allem genug. Yeah. So, dieses Dorf, wo er steht, wenn ich mich nicht täusche, ist dieses hier. So, ich hoffe, wir kommen aus. So, wir müssen mal schauen. Wir können eigentlich hier an dem Teich auch gerade runter. Später werden wir dann orientieren, ob das eh passt. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Truck wird. Wir müssen mitten ins Dorf ein, soweit ich mich erinnere. So. Da sind wir gleich bei der Straße. Und ich würde sagen, wir fahren die Straße einfach entlang, hier die Schräge und dann geradeaus durch. Da müssten wir irgendwann zur Straße kommen. Jetzt haben wir schon wieder die Steineboxen mit. Naja, können wir wieder kein Tier aufladen. So, von der Uhrzeit her passt's noch. Ja, 10 Vormittag, das geht. Was für eine schöne Teekreuzung. So, und irgendwann macht die Straße eine Biegung. Wir folgen der Biegung und... ja. Bei der nächsten Biegung fahren wir einfach gerade weiter ins Gemüse, in die Natur. Ab mit uns. Und dann schauen wir, ob wir recht gehabt haben mit den Ressourcen und wie viel wir eben nachliefern müssen. Befürchtet, wir müssen sehr viel nachliefern. Ja, ist aber so. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob wir eh den Bogen dabei haben. Der wäre mir relativ wichtig. Gut, das können wir ja noch nachschauen. Wir bleiben da stehen. So, Kürbis hierher. Das ist gut. Bogen. Wir haben den Bogen. Haltbarkeit 62. Ja, das ist okay. Um jetzt ein ganzes Dorf zu zerlegen, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Aber ja, für uns müsste es passen. Das sieht so aus wie Anfangsgebiet. Früher. Große Ebene. Flach rüber zur Straße. Da könnte man so eine Zugfahrt machen für die Garage. Ein Einfahrtstor und so weiter. Ja, mit dem Dicken alles nicht so leicht. Aber wir werden auch das hinkriegen. So, da würde ich keine Laternen herbauen, Kürbislaternen. Weil das sind wir wirklich selten, wirklich selten. So. Und bam. So, da ist jetzt diese Schräge, diese Kurve, der wir einfach folgen. So, und wenn die Straße wieder abbiegt, fahren wir geradeaus weiter. So machen wir das. Ich bin echt gespannt, wie viel wir dann nachliefern müssen für den Truck. Ja, bei Elektrik, ich war mir nicht sicher, wie viel Elektrik wir brauchen. Stahl brauchen wir wahrscheinlich 30 oder so und wir haben jetzt 20 mit. Ja, aber ist schon okay. Ich glaube, das, was wir nachliefern müssen, kriegen wir dann locker in einer Kiste. Also, in einem Wagen. Vielleicht nicht eine Kiste. Na. Jawohl. So,
Sind wir da noch richtig? Na genau. Nein, eine Ziege. Okay. Es ist halt schon eine Ziege. Ich würde echt gern, aber... Dann müssten wir die Kisten da lassen und ich will die Kisten echt nicht da lassen. Ja, das werden wir an einem anderen Tag machen, sowas. Tiersuche. Schön gemütlich. Jedes Biom mal so durchsuchen und die Tiere mitbringen. Krokodile müssen wir ja auch noch holen. Oh, ich würde so gern so viel machen und vielleicht doch noch am Wochenende, aber wir werden nicht Mike holen können. Und zeitgleich, das wird sich alles nicht ausgehen. Ich glaube nämlich, ups. Das Problem ist, wenn wir den Chemietisch haben, können wir die Medizin für Mike bauen. Aber wir haben ja noch überhaupt keine Gebäude für Mike. Und Mike braucht das. Ups. Da ist ein Böer. So. So, dann legen wir da her. Das ist mal gut. Einen kleinen Schluck. Vielleicht kommt er noch näher. So. Die Frage ist, wo war der Wagen? Da hinten. Dann auf zum Wagen. Ja. Schauen wir mal. Okay. Gar nicht so teuer, wie ich befürchtet habe. Wahnsinn. Wenn ich den Wagen da drauf stehen will? Wahrscheinlich aber nicht. Nö. Och, ist das schade. Ich frage natürlich, brauchen wir den Wagen? Nö, brauchen wir nicht. So, dann stellen wir da mal die Kiste rein. Haben wir überhaupt Treibstoff drin? Oh, bin ich aufgeregt. Ist ja super. So, die stehen wir der Länge nach hier. Dann haben wir den Wagen geholt. Ist das cool? Ist das cool? Ist das cool? Oh, da freue ich mich aber wirklich. So. Ja, okay. Da müssen wir uns was einfallen lassen. So. Wie traurig. Okay. Da ist Treibstoff drin. Wie cool. Wir haben den Wagen. Und das noch vor dem Wochenende. Moment. Sind wir da richtig? Nö, sind wir nicht. Sehr cool. Ja, okay, wir haben einen Handkarren dafür zerstört. Aber wir haben den Truck geholt. Pass auf, da ist doch dieses andere Biom, oder? Das sieht doch nach dem anderen Biom aus, dem Ziegenbiom.
Ziegenbiom, sag ich ja. Wir haben vorher eine Ziege gesehen. Essen mal was. Eine Ziege haben wir gesehen. Aber das ist es, wenn man sie dann sucht. Oh. Ziege. 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 Sehr bedauerlich, sehr, sehr bedauerlich. Also, irgendwo muss sie ja sein. So, einen Schluck trinken, das ist keine Ziege. Fast perfekt die Ressourcen geraten, die wir da brauchen. Das ist super. Ziege. Oder gibt es die nur bei Sonnenschein? Das wäre eine Erklärung, warum sie nicht da ist. Ziege. Oh, Ziege! Cool. Also, arme Ziege jetzt. So, Moment, wo ist der Wagen? Okay, wir müssen sie nur bis zum... Oh, wir haben eine Ziege. Sehr cool. So, wir müssen sie nur bis zur Straße tragen. Oder in die Nähe der Straße. Oh, wir haben eine Ziege. So, rapide wird's trocken. Oh, das dauert ja ewig. Jetzt bräuchten wir den Handkarren. So, wir gehen einfach weiter. Ich trinke doch einen Schluck. Ein Schluck ist gut, aber der Arzt hat gesagt, ich soll viel trinken. Von Wasser hat er nichts gesagt. So. Bald kommt die Zeit, da werde ich mal wieder einen Tee machen. So, Waschbär, dich können wir nicht tragen. Wenn du bist so schwer. Und gleich sind wir mit der Ziege. Oh, das starrende Auge der Ziege. So, gleich sind wir. In dem einen Stein reicht, wenn wir es ablegen. Weil dann bleiben wir einfach mit dem Truck stehen. Super, wir haben eine Ziege. Ja, ein Wagen fehlt natürlich jetzt. Ein so ein Handkarren. Den können wir zu Hause aber nachbauen. So. Ziege getroppt. Ich hoffe, sie bleibt stehen. Liegen. So, und die spawnt nicht. Wäre wichtig, wäre echt wichtig. Ein Wildschwein. So. Da ist mir aber die Ziege jetzt wichtiger. Na? So. Reicht es irgendwo neben der Straße? Ja. Ein Stein? Hier, da vorne. Die Ziege liegt noch da. Okay,
auf der Ladetür. Gut. So, wir müssen rauf, einmal rechts, einmal links und da sind wir. So, das heißt, wir haben den Truck. Damit habe ich heute echt nicht gerechnet. Ich habe mir gedacht, wir machen einen kleinen Ausflug, füllen ein paar Ressourcen rein und freuen uns. Und mit einer Kiste Ressourcen, was auch immer da noch gefehlt. Ich war überzeugt, dass wir irgendwas an Elektrik noch reinpacken müssen. Wir haben natürlich jetzt echt wenig Plastik nur noch. Ich glaube nur noch 2 Stück oder so. Das heißt, wir brauchen den Gemütisch. Ja. Rechts, nächste Abbiegung, Wörlings. So, das müsste eh gleich da vorne sein. Oh, gibt es ganz neue Möglichkeiten dann, Ressourcen zu holen. Mit dem Truck jetzt, super, super. Meinen Dicken werden wir leider nicht anfahren können damit. An- oder überfahren. Leider. So. Ja, und da kommt dann die Brücke hier. Später mal. Tatsächlich, wir grünen da auch auf. Okay. So, wir brauchen einen neuen Handkarren, da wir den alten vernichtet haben. Ja, den da. Aber wir wollen einen neuen. So, platzierbar sonstiges Handkarren. So, 5 Bretter, 5 Nägel. Und 5 Nägel dazu. Sind da drin. Mäschel. So, und 3 Holzscheite. Da müssten noch 3 sein, ja. So, der Wagen ist fertig. Dann bringen wir mal die Ziege. Hier, bringt die Ziege. Dem, 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 wir haben die Ziege. Wir haben die Ziege. So, wie kriege ich die Ziege? Ah, hier. Hier. Unsere Ziege. So. Das mit dem Bär kommt da raus. Brauchen wir jetzt auch so nicht mehr. Oh, mit der Ziege. Mit der Ziege. Yeah. So, da ist nichts mehr drin, das ist gut, da ist nichts mehr drin. Oh, so, Nägel, Nägel. Teile, da sind auch noch nicht. Ah, oh, komm, wir nehmen die von da drin. Naja, wobei. Nägel, Nägel, Öl auch weg. Nägel, 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 Öl. So, Teile, da haben wir. Wie gesagt, wir haben nur noch 2 Plastik, das ist echt wenig. Also, echt wenig. So, Tierbox. Das werden wir noch umgestalten. Ich meine, wir haben ja noch genug Beeren. Aber über die Ziege, da freue ich mich. So, 2 Eisen. Einmal noch auf, wir füllen nach. So, so und so. Oh, wie cool. So, dann haben wir da eine ganze Menge Alu. Das können wir da schön reinpacken. Wir füllen oben nach und dann fahren wir nochmal rauf zu den Windrädern. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes hin. Die sind alle leer. Super, super. So, dann machen wir das auch leer, wenn es geht. Wenn es nicht geht, geht es nicht. So. Ja, voll. Dann haben wir ihn hier. Na, ist das super. Und ihn hier. Raus. So, 1, 2, 3. Ja. Alles mal reinwerfen. Viel bleibt echt nicht mehr über hier. So, was haben wir da? Hitze? Overheating? Das ist Overheating. Overheating.
Kühlschrank. So, super. Alu. Da ist der Bär drin. Aber das stört nicht. Wir fahren mit dem Wagen rauf. So, wir fahren mit dem Wagen rauf zum Alu. Wir packen hier mal ein, was wir kriegen können. Ja. So, an Alu. Und dann schauen wir mal. Wir haben eine Ziege. Wir haben eine Ziege. Ich bin so froh über die Ziege. Wie man sich über eine Ziege freuen kann. So, nehmen wir das auch alles noch mit. So, dann haben wir das Ganze. Und schon wieder sind unsere Ressourcen fast aufgebraucht. Yeah. So, Platz haben wir da auch keine mehr. Super. Und unser ganzer Stahl ist aufgebraucht. Ach ja. So. Fertig. Dann haben wir hier noch ein bisschen davon. So. Und rauf mit uns. Ich sag rauf und da ist der Dicke. Au! Das ist ja heftig. Das ist ja ein Fiesling. Ein Fiesling sondergleichen. Ja, da hat er aber geschaut, ne? So, O2 Plastik. Der hat gehört, was wir sprechen. So, die kommen mal weg. Wir haben alles dabei. Die Tür machen wir zu. So, besser er war jetzt da, als später. Wenn wir da oben rumstehen. Rumstehen. So. Bisschen Wasser. Ja, okay, bisschen Fleisch. So, mit den Bären einen kleinen Ausflug. Wir haben eine Ziege. So, wie ich mich über die Ziege freue. So, wir fangen hier an. Alles mal da rein. So, der weiße Punkt hier. Was fehlt hier noch? Ein bisschen Eisen, ein bisschen Kobalt. Gut. Und hier? Okay, Eisen und Kobalt. Punkt ist da. Ja. Ach komm, wir verteilen das einfach mal so. So, da haben wir noch ein bisschen was. So, und ich glaube, Eisen und Kobalt werfen wir da nochmal rein. Wir holen, wir haben gar nicht mehr so viel Kobalt, Kobalt schon, aber Eisen nicht. Naja, so, Wagen mal da herstellen. Den lassen wir da stehen, weil da ist ein Bär drauf. So, dann schauen wir, dass wir hier die Kisten, Dankeschön, wunderbare Kiste, die nächste Kiste, jawohl, so, und dann schauen wir dann, ja, jetzt ist dann auch an der Zeit, dass wir das Tor brauchen und die Brücke natürlich. Naja, eins nach dem anderen, wir werden das alles hinkriegen. So. Da stellen wir einen Bären neben Mike. Mike will das. So. Super. Hi Mike, mit dem Bären. Ja, ihr könnt euch auch anschauen, wenn ihr wollt. Hehe, die Ziege. Es ist die Ziege. So. Oh, wir sind am Ende der Folge, meine Lieben. Schon wieder. So, ich würde gerne aber platzierbar Sonstiges noch einen Wagen machen. So als Zwischendepot. Für Tiere, die wir noch fangen, kann man. Moment, wir bauen nochmal den einen fertig. 1, 2, 3. So, wir brauchen 10 Nägel, 10 Bretter. So, und 10 Nägel. Nägel. Gibt's nicht. So, müssen wir uns nachher machen. Ja, hier. Bam. So, dann haben wir das hier. Jawohl. So. Nägel.
So, ich würde gerne das Tor machen, mit Mike instand setzen. Lassen wir uns ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Ja, ich weiß, Mike kann alles. Das ist schon gut. Wir haben eine Ziege. Ziege. So, mit Mike lassen wir uns ein bisschen Zeit, weil ich möchte zuerst die Gebäude vom Grundriss her hinstellen und dann Mike. So, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns morgen wieder, Wochenende. 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.